So, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind gerade bei Bienenzufüttern und was ist das Wichtigste beim Bienenfüttern? Das Flugloch zu verkleinern und nicht zu kleckern. Im Hintergrund seht ihr es vielleicht hier oder da. Ich habe die Bienenvölker schon mal vorbereitet zum Füttern. Das heißt, ich schiebe den Blechdeckel einfach nach vorne mit der OSB-Platte, wo drunter ist. Dann liegt da der halbe Nikofüttrer frei und dann kann ich da gleich mit dem Schlauch kommen und einfach Futter reingeben. Dazu zur Vorbereitung geht, dass ich mit einer Federzugwaage durchgehe und mir die Gewichte merke. Also ich mache es einfach so, umso weiter ich den Blechdeckel aufschiebe, umso mehr Futter soll rein. Ja, das ist so ein bisschen, das reicht jetzt für den Anfang komplett. Ende September, Anfang Oktober natürlich, wenn wir die Abschlussfütterung machen, dann wiege ich es auch noch mal ein bisschen genauer und macht das jetzt nicht ganz kilo genau, das bekomme ich nicht hin, aber schon ziemlich genau. Fluglochkeile noch mal kurz. Man könnte, wenn man jetzt zum Beispiel keine Ameisensäure mehr macht, könnte man ja auch direkt Mäusegitt einlegen. Also Mäusegitt ist bei uns aus Maschendrahtzaun. Der ein oder andere, wo dem Kanal ja schon länger folgt, kennt es ja. Und die wird bei Ameisensäure oder Rosten relativ schnell dann oxidieren. Und wenn man jetzt geteilte Bienenvölker macht, die mit Oxalsäure beträufelt und man hat die Vermutung, dass man eben keine Ameisensäure mehr zum Einsatz bringt, kann man auch schon Mäusegitter einlegen. Ich mache es eigentlich nicht so gerne, weil das Mäusegitter ja auch Pollen abstreift, das Flugbild allgemein ein bisschen behindert und deshalb nehmen wir jetzt auf jeden Fall nochmal die ganz normalen Fluglochkeile. Rein theoretisch kommt da auch keine Maus durch. Ne? Wir haben ja hier diese 6,3 oder 6,5 mm Höhe. Dann ist Holz ein bisschen verzogen, der Boden vielleicht nicht ganz genau. Also so ganz sicher ist es nicht. Aber an Bienenständen, wo ich weiß, dass es wenig Mäuse hat, da lasse ich die auch den Winter über drin. An Bienenstand wie diesem, wo ich jetzt hier hinten Holzbalk habe, hier so Brombeer und Gestrüpp, wo es also relativ viel Mäuse hat, weil sie halt viele Unterschlupfmöglichkeiten finden. Da tausche ich die auf jeden Fall dann im Oktober, im November nochmal aus gegen die Variante mit dem Mäusegitter. Jetzt legen wir noch die zwei letzten Fluglochkeile bei diesen Bienenvölkern ein und dann geht es auch schon ans Füttern. Hey, bei mir sind die einfach praktisch passgenau hier vorne einzuschieben. Wenn es nicht klemmt. Und da haben wir jetzt einen klassischen Vorführeffekt, wo alles klemmt. Und klar, das Futter gebe ich bei den Nikofüttern eigentlich, wenn die Bienenvölker, ihr seht ja, bei mir stehen die nicht immer gerade, dann gebe ich es natürlich immer so, dass der tiefere Punkt der Aufstieg ist. Weil dann können die Bienen ja erst in den Nikofütterer reinlaufen, wenn der komplett leer ist. Wenn man jetzt zum Beispiel an den vorderen Enden, also hier ist ja die Vorderseite unten, hier Futter reingibt, dann wird der Zugang, in der ja in der Mitte ist, früher frei, wie der Nikofütterer leer ist. Und dann können euch die Bienen da reinlaufen und in dem Restfutter ertrinken. Das umgeht man, wenn man einfach von der anderen Seite füttert. Wir sind ja jetzt nicht im Verzug, also ich fütter ja ganz gerne mehrmals. Dass ich da jetzt 10 Kilo reinhauen muss. Also die Situation habe ich eigentlich nie, ne? Oder habe ich noch nie so genutzt, die Möglichkeit. Ich fütter eigentlich ganz gerne wirklich auf 2, 3, 4 Mal die Bienenvölker ein. Dann kommt man ein Bienenvolk, man schaut nach der Varroamilbe, man schaut nach Polleneintrag, nach Bruttätigkeit. Also man ist also so ein bisschen hier, umsorgt die Bienen, weil eins ist uns ja allen klar, das, was jetzt am Bienenstand passiert, ist zwar vielleicht eine öde Tätigkeit oder eine langweilige Tätigkeit oder sich eine stetig wiederholende Tätigkeit, aber das ist der absolute Grundstein für die Gesundheit der Bienenvölker im Winter und vor allem im nächsten Jahr, also die wichtigste Tätigkeit. Und da finde ich, da kann man dann schon das ein oder andere Mal öfters zum Bienenstand fahren und ob ich dann in meinem Auto in meinem Fall jetzt einen IBC-Container mit Futter, die Schlauch und die Pumpe habe oder ob das Auto hinten leer ist, das macht dann auch keinen Unterschied. Insofern habe ich da das Futterzeug dabei, fahre dahin und dann kann ich die bei Bedarf füttern. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Gut,
Dann sind wir jetzt hier soweit vorbereitet. Ich starte mal die Pumpe und dann geht's ans Füttern. Die Leute ihre Hunde nicht im Griff haben. Hey. Also so sieht im Prinzip bei mir der Zustand des Autos momentan aus. Was dabei ist, ist natürlich der Eimer mit Raucherzeug. Wir haben dann klar die Pumpe in der Mitte eingebaut und hinten haben wir einen Tank-IBC-Container mit Futter und dann hinten einfach Schlauch mit Saftpistole und einen Eimer zum Füttern für ja, Notfälle, Sonderfälle, was auch immer. Und genau, das und ein bisschen Puderzucker und den Varroa und der Kontrollschieber. Damit, das ist so praktisch das August oder Mitte August bis Mitte September Outfit von dem Bus. Und ja, lasst uns das Zeug mal starten. Also jetzt nicht, 5 Minuten später haben wir hier die 26 Bienenvölker gefüttert. Was fällt uns auf? Uns fällt auf, nach dem Füttern erhöht sich ein bisschen der Flugbetrieb. Ja, ist ja klar, es gibt Futter, wo ist es? Zeigt es mir. Ja, beim Futtern kann man auch noch mal ganz schön sehen, wie ist die Volksstärke, indem man einfach den Deckel ein bisschen anhebt. Ihr seht, es summt schon. Ja, es ist vollbracht. Knapp 5 Minuten nicht mal sind die 26, 27 Bienenvölker hier gefüttert. Wichtig ist ja, wie beim Füttern mit Eimer oder wie auch immer, keine Sauerei zu machen, also nichts verleppern. Und wenn, dann gleich abwischen. Also abwischen mache ich oft so, dass ich, meistens im August, August hat Tau abends, ich nehme einfach Gras und wische das entlang. Es ist ja nicht viel, was da. Manchmal geht ein Tropfen runter. Ihr habt es ja gesehen in den Aufnahmen. Ich drehe einfach die Zapfpistole nach oben, dass da nichts mehr raustropft und gehe zum nächsten Bienenvolk. Das ist natürlich neben der Fluglochgröße nochmal das Wichtigste. Was dann auch noch unheimlich hilfreich ist, wenn man genug Benzin dabei hat. Ja. wenn man mit Pumpe füttert. Aber ihr seht, es geht schnell, es geht unkompliziert und klar, ist jetzt erst, wenn man mehrere Bienenvölker hat, aber wenn ich für mich zurück überlege, ja, wir haben, ich meine 120, 140 Bienenvölker mal, das war so das Höchste, wo ich mit dem Eimer gefüttert habe, ja. Und was ich mir da an dem Rücken angetan habe, und so eine Pumpe, wie gesagt, 200 Euro IBC-Container, ich habe den jetzt halt, wie gesagt, hier im T4 drin. Klar, du darfst den nie voll machen. Ja, ich glaube, insgesamt hat er 800 Kilo Zuladung, wenn das sein kann. Und ich habe halt immer so um die 400 Kilo Futter dabei, wenn überhaupt, weil das ja auch bei mir in dem Aufbau auf der Hinterachse liegt.
Hat einfach den Grund, weil vorne geht der IBC-Container quer nicht rein. Ja, und ich brauche den Anschluss ja im Fahrzeug für die Pumpe, sonst muss ich jedes Mal das Schlauchgeraffel wegmachen und so. Und das will ich mir sparen. Ja, ich bin jetzt hier fertig, habe für euch noch ein paar Aufnahmen. Schaut es euch an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ach so, zur Waage hier nochmal. Ja. Also ich habe ja nochmal eine mit Zeiger, ich habe die auch schon mal vorgestellt. Die habe ich aber jetzt leider gerade nicht dabei. Es geht ja auch diese einfache Variante. Einfach hinten anheben, ne, und das Gewicht mal zwei. Oder bei der Dant, wenn jetzt die Bienenvölker auf einer Seite sitzen, kann man auch rechts und links anheben. Und dann kommt man hier zurecht. Ne, ihr seht es unheimlich, oder ihr hört es wahrscheinlich vor allem auf dem Video, wie der Bienenflug total zunimmt nach dem Füttern. Aber jetzt sind wir gleich in der Dämmerung. Dann kehrt da Ruhe ein und bis morgen früh ist das meiste Futter ja schon verbraucht. Also wie gesagt, wirklich Flugloch eng halten, keine Sauerei beim Füttern. Und dann wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg beim Bienenwinter fertig machen. Und eine Frage, wir füttern ja jetzt dieses Jahr Bio-Futtersirup auf Zuckerbasis. Ja, haben bisher immer Zuckerwasser gefüttert, haben wir aber auch in den Bienenvölkern noch biomäßig praktisch eine Saisonvorschrift, aber halten wir ja auch komplett für sinnvoll, einen Anteil Honig drinnen, den wir nicht abernten oder gegebenenfalls auch noch mal verfüttern. Was ich nicht mache, ich löse den nicht in Wasser auf. Ne? Wenn, dann verfüttere ich den als Schaum, als Entdeckungswachs zum Sauberschlecken, wie auch immer. Aber ich löse den nicht ins Wasser auf, weil da ist mir die Räubereigefahr dann, glaube ich, doch noch mal erheblich größer. Jetzt mit Zuckerwasser. Wie gesagt, diesmal diesen Futtersirup. Ist jetzt hier ein Versuch. Lässt sich unheimlich gut pumpen. Ne? Da bin ich positiv überrascht, wenn ich zurückdenke an Weizenstärke, Maisstärke-Sirupe. Die waren dann doch schon hier bei momentan, schätze ich mal, zwischen 15 und 17 Grad sehr zäh zu pumpen. Das geht hier ganz gut. Und jetzt wünsche ich euch aber auch was und macht's gut.